Jetzt nochmal einen Luftschlag. Boss, der Megamyzet befindet sich unter Tage. Bin auf dem Weg. Hier können wir nicht rein. Okay, ich habe Granaten. Eine halbautomatische Waffe. Vollautomatisches Maschinengewehr. Lasermarkierer. Handgranate. Ein Karambit. Ein Nahkampf. Unübertroffenes Kampfmesser. Arzneispritze. So, wo geht's denn jetzt hin? Ich habe einen Eingang gefunden. Gehe jetzt rein. Ihr bleibt zurück. Was? Ich habe den Pilz mit einer Probe aus dem Haus der Bakers verglichen. Und es gibt keine Anzeichen für Genomeditierung wie bei der E-Serie. Das Zeug stammt von hier. Okay, Munition haben wir genügend. Das dürfte nicht das Problem werden. Ab geht's. Was den Megamyzenten, was? Verdammt, so wird das nichts. Lobo, der macht dir einer zu schaffen. Ich brauche deine Hilfe. Boss, du bist in einer Höhle. Da ist nur Öffnung in der Decke. Benutz die. Okay, auf den Weg. Halt euch, bin gleich bei dir. An der Schulter. Die Tafeldinger kommen ja aus Resident Evil 4 bekannt vor. Habe ich jetzt einige Videos zu gesehen. Okay, markiere das Ziel per Laser. Oder war das Resident Evil 3? Generell alle. Ist immer dasselbe Ding. Markiere das Ding mit dem Laser, okay. Laser, ausrüsten. Müssen wir es nochmal schaffen, um getroffen zu werden. So gefällt mir das! Muss nachladen, warte kurz. Feindliche Biowaffe eliminiert. Kannst du loslegen? Ich gehe weiter. Vielleicht will der Rest was sagen. Bleibt oben. Okay, weiter bewohnen. Hier lang. Frage: Wenn Mia Miranda war, wo ist dann Mia? Denke nicht, dass Miranda sie noch brauchte. Ich blick das alles nicht. Wie konnte Miranda von Rose wissen? Hat's auf Mutterleaks gelesen vielleicht? Dafür haben wir später Zeit. Jetzt hat die Mission Vorrang. Da ist er. Oh Gott. Der Megamyzet. Bosskampf. Kenn ich nicht irgendwas. Und rück. Okay, da hat der Synchronsprecher keinen Bock mehr gehabt.
neue Sicht auf Miranda bei der Zeremonie. Abstand halten. Niemand rührt sich ohne meinen Befehl. Ich weiß, es ist zu spät, aber wir hätten Ethan in den Plan einweihen sollen. Dazu war... Das war mal was Gutes gewesen, aber... War nicht die Zeit. Und Miranda wurde früher aktiv als erwartet. Trotzdem, du hättest es ihm sagen sollen. Ja. Chris war einfach dumm. Bosskampf. Das kann das Labor sein. Noch keine Boss-Arena. Aha. Proband Donna Benvietto. Kadu Kompliment gut. Hirnfunktion normal. Aber schwere Geisteskrankung. Körperlich nicht von Menschen unterscheidbar. Sie kann allerdings eine signaltragende Substanz ausscheiden, mit der Muttermyzen infizierte Pflanzen kontrolliert werden können. Ist außerdem in der Lage, bei Menschen, die eine bestimmte Sorte Pollen einatmen, Halluzinationen auszulösen. Probandin ist jedoch geistig unterentwickelt und hat ihr Kadu an ihre Puppen verteilt, um sie aus der Ferne kontrollieren zu können. Als Hülle für Eva nicht geeignet. Na, das war die Puppe. Das ist Heisenberg. Proband Karl Heisenberg. Kadu-Kompatibilität außerordentlich gut. Hirnfunktion normal. Besitzt elektrische Organe wie die eines Zitterrochens. Die Organe sind an das Nervensystem des Probanden angeschlossen, wodurch er in der Lage ist, Elektrizität durch seinen gesamten Körper zu leiten. Kann so Magnetfelder kontrollieren und Metall beliebig umherbewegen. Herausragendes Exemplar, aber als Hülle für Eva nicht geeignet. Jetzt haben wir noch weitere Bücher. Die wollen wir natürlich alle lesen. Das ist die Vampir-Lady. Alkina Dimitrescu. Kadu-Kompatibilität äußerst gut. Hirnfunktion normal. Äußerst hohe Regenerationsrate. Probandin heilt äußere Wunden in Sekunden und kann ihre Nägel ebenso schnell zu Klauen verlängern. Die rasche Regeneration geht außerdem mit einer größeren Körpergröße daher. Vor allem größeren Brüsten, wie wir gesehen haben. Hinweis: wegen einer vererbten Blutkrankheit muss die Probandin ihrem Körper regelmäßig menschliches Fleisch und Blut zu führen, um ihre Regenerationsfähigkeit aufrechtzuerhalten. Ich vermute, dass ein gestörter Regenerationsprozess eine unkontrollierbare Mutation zur Folge haben könnte. Als Hülle für Eva nicht geeignet. Und da haben wir den Fischkopf. Eine Meerjungfrau drauf, als ob. Also Meer und Jungfrau, ja, bestimmt. Salvatore Morion. Kadu Kompatibilität schlecht. Funktion unerwartet schlecht. Das Kadu hat beim Probanden drastische Veränderungen an inneren Organen hervorgerufen. Es haben sich ähnlich wie bei Fischen Kiemen und eine Schwimmblase ausgebildet. Aufgrund seiner irregulären Zellteilung verwandelt er sich von Zeit zu Zeit in einen riesigen Fisch. Proband ist nicht in der Lage, diese Mutation zu kontrollieren. Zu viele Menge, als würde für ihn nicht geeignet. Ah ja, da haben wir alle Filmkäfen, die wir besiegt haben, zu Ethan. Nochmal erwähnt.
Das ist Kadum. Damit kontrollieren sie also die Biowaffen. Ich dachte, wir zerstören das mal einfach. Die Verschwendung in der Zone. Okay, Babybilder. Bild von der Mutter. Meine Bilder, die hier rumliegen. Ein Labor. Menschen in Winterklamotten. Miranda. Ich bedauere zutiefst, sie auf so unpersönliche Weise kontaktieren zu müssen. Leider bin ich im Moment sehr beschäftigt, aber ich hoffe, dass ich irgendwann noch einmal die Gelegenheit bekomme, ihrem reizenden Dorf einen Besuch abzustatten. Wobei ich mir nicht anmaßen möchte zu behaupten, eine Unsterbliche wie sie würde sich überhaupt an einen halb im Schnee verrückten Medizinstudenten wie mich erinnern. Ich habe die Offenbarungen, die mir während meines Besuchs in ihrem Dorf zuteil wurden, immer mit in Ehre gehalten. Ihre Forschungen waren sehr inspirierend für mich. Ich halte es für visionär, dass man einen Menschen mit einem Organismus infizieren und so verwandeln kann. Ich wusste, dass ich mich diesem Wissen meinen eigenen Visionen für den nächsten Schritt in den menschlichen Evolution würde verwirklichen können. Zu sehen, wie die Menschheit selbst nach zwei Weltkriegen sich auch wird noch wieder und wieder in Zwistigkeiten verrennt, bestärkt mich nur in meinen Bestrebungen. In den vielen hochinteressanten Gesprächen, die wir abends führten, wurde mir jedoch auch bewusst, dass sich ihre Überzeugung von der meinen unterscheidet. Sie wollten eine einzelne verstorbene Person zurückholen. Ich wollte die Welt verändern. Ihre Experimente mit dem Pilz erfüllten nicht die Anforderungen für die sich exponentiell ausbreitende Infektion, die ich anstrebte. Ein Virus war dafür besser geeignet. Das war der Grund für meine unvermittelte Abreise. Ich bereue noch heute, Ihnen nie Lebewohl gesagt zu haben. Aber ich schweife ab. Eigentlich wollte ich Ihnen Neuigkeiten unterbringen. Ich habe den Schlüssel zur Evolution gefunden. Progenito. In Afrika heimisches Virus. Ich habe vor, mir mit Freunden und Kollegen eine Firma zu gründen, die das Virus erforscht. Sie wird Umbrella heißen. Nach dem Regenschirm, zum Beispiel aus der Höhle, das wir sprachen. Ein weiterer Schritt zur Verwirklichung meiner Vision ist also getan. Ich hoffe, dass auch Sie eines Tages Ihr Ziel erreichen werden. Sie haben mich so viel gelehrt. Dafür stehe ich auf ewig in Ihrer Schuld. Herzlichst auf ewig, Ihr Schüler Oswell E. Spencer. Spencer? Hier? Ich glaub's nicht. Die Umbrella Corporation. Wir kennen sie alle. Ein weiterer Text. Oh Gott. Viel zu lesen. Es ist jetzt 100 Jahre her, seit die spanische Grippe dich mir wegnahm. Ich war hilflos damals. Aber jetzt kann ich dich mit Hilfe des Megamyceten wieder zu mir holen. Ich musste die regenerativen Fähigkeiten deiner neuen Höhle testen. Dazu habe ich sie zerteilt und sie dann im Kelch des Giganten, dem Regler des Megamyceten, wiederbelebt. Was jetzt noch fehlt, ist sie mit dem Megamyceten zu vereinen. Endlich kann die Zeremonie beginnen. Nachdem du von mir gegangen warst, war ich von solcher Trauer erfüllt, dass ich in eine Höhle wanderte, um zu sterben. So sehr wollte ich wieder bei dir sein.
Da habe ich ihn gefunden, den Megamyzeten. Es war reiner Zufall. Ich berührte ihn und mein Geist wurde über mit Wissen erfüllt. Der Megamyzet spaltet das Bewusstsein des Verstorbenen, der Verstorbenen auf und absorbiert es. Ich wusste, dass auch dein Bewusstsein darin sein musste. Und dass es bedeutete, dass ich dich würde zurückholen können. Ich brauchte nur eine geeignete Hülle. Nachdem ich ins Dorf zurückgekehrt war, pflanzte ich den Dorfbewohnern den Pilz aus den Megamyzeten ein. So konnte ich sie kontrollieren und sie für Experimente benutzen. Ich habe es an Hunderten ausprobiert, nur um die perfekte Hülle für dich zu finden. Ich habe sogar versucht, die Suche zu beschleunigen, indem ich einen Parasiten namens Kadu erschuf. Aber keines meiner Experimente war von Erfolg gekrönt. Es gab ein paar wie Alkina, die nahezu perfekt waren, aber die meisten verwandelten sich in Lichens. Einmal wurde ich von einer Organisation kontaktiert. Sie sagten, sie würden mir helfen. Also gab ich ihnen etwas vom Pilz und deine DNA. Aber auch sie haben nur einen weiteren Misserfolg in die Welt gesetzt, Evelyn. Doch die Zusammenarbeit hat auch ihr Gutes. Dank ihnen erfuhren wir von Rose. Ich wusste, sie wäre dir die perfekte Hülle. Mein Plan verlief nicht ohne Zwischenfälle. Aber ich konnte mich von ihrer Traulichkeit überzeugen. Jetzt ist meine Forschung endlich abgeschlossen. Ich habe so lange darauf gewartet, dich wiederzusehen, Eva. Ja. Noch mehr zu lesen? Das ist ja eine ganze Bibliothek. Erfahren wir hier ein bisschen die Geschichte. Nimm die Hände hoch! Amber Alcia Alpha, bestätige Mirandas Position. Noch bei der Zeremonie. Was auch immer sie tut, sie rührt sich nicht. Sicher, dass es Miranda ist? Mein Gott. Du bist es wirklich. Wie kommst du hierher, Mia? Geht's dir gut? Sicher, dass es Miranda ist? Ein paar Experimente gemacht. Warte mal, Mia. Mia Winters. Genau die. Wie sieht's da oben aus? Hier geht's mächtig ab, aber Chris. Konzentriert. Chris. Weiter nach Plan. Ich gehe in Richtung Zeremonie. Warte. Chris, du Idiot. Nimm mich gefälligst mit. Du hast es versprochen. Du hast gesagt, du beschützt uns. Wir haben doch alles getan. Wir sind hierher gezogen. Alles. Und es war mir egal. Solange wir es zusammentun. Aber jetzt sag mir, wo ist mein Mann? Wo ist meine Tochter? Wie vermisst. Tod und naja. Man weiß es nicht. Ich konnte nichts tun. Aber Rose kann ich noch retten. Komm, hier wird es zu gefährlich. Was meinst du mit Ford? Er ist tot. Tut mir leid, aber wir müssen hier weg. Wir müssen dieses Dorf zerstören. Nein! Du irrst dich! Ich wollte es geheim halten, aber... Du verstehst nicht, wie besonders er ist. Was ist passiert? Ethan lebt noch. Ist da jemand? Kalt. Bitte was? Ethan lebt noch?
Das ist was Neues. Wie komme ich hierher? Gute Frage. Oh Gott, ist das kalt. Scheiße, mein Körper. Du bist so dumm. Evelyn, wie kalt das sein? Das ist ein Leuchtland. Tot? Ich meine, Miranda, sie... nein, ich muss Rose retten. Falsch! Es war nicht Miranda. Du warst immer tot. Was redest du da? Ich kann da... Siehst du, nicht Miranda war es. Fandest du es denn gar nicht komisch? Bei allem, was du einstecken musstest? Erinnere dich. Flashbacks. Unsere 7. Vor 3 Jahren. Bei den Bakers. Jack hat dich getötet. Du bist tot. 3 Jahre schon. Das ist unmöglich. Nein, das... Ich meine... Du solltest gar die abgeschnittene nicht Hand, die er sich wieder dran genäht hat. Oh, mit dem Scheiß! Du solltest nicht leben. Fick dich! Was bin ich dann? Rose? Mia? Ich... Was denn? Verstehst du es jetzt? Dein ganzer Körper besteht aus Schimmel. Du wirst deine Familie nie wiedersehen. Familie? Schimmel. Familie. Nein. Rose. Ich muss meine Tochter. Du bist schon lange tot. Tot. Werde. Rose, nein! Okay. Na, genug geschlafen? Wo bin ich? Mein Wagen, Ethan. Du hattest einen Albtraum. Duke. Ach komm. Dein Kampf gegen Heisenberg war eine Augenweide. Aber dass Miranda sich zeigen würde.
Wie lange war ich weg? Es dämmert bald. Duke, helfen Sie mir. Ich muss zu Miranda. Ich weiß, deshalb sind wir schon auf dem Weg. Wir sollten bald da sein. Danke. Aber Ethan, bist du dir auch sicher? Dein Körper, naja, fällt auseinander. Ja. Das war dumm von mir. Apropos dumme Fragen, wer, was sind Sie? Da bin sogar ich überfragt. Wir sind da. Ich schulde Ihnen was. Also, Ethan, ich befürchte, du wirst nicht in deine alte Welt zurückkehren können. Bist du bereit? Nicht in die alte Welt zurückkehren können? Ja. Meint ich was? Muss es sein. Dann mal los. Los aus den Händen Mirandas befreien. Damit wird auch die Erklärung, wie der Duke von A nach B gekommen ist. Aber nicht, wie er in die Villa rein und in die Werkstatt und so gekommen ist. Nie zuvor war eine gute Vorbereitung wichtiger als jetzt. Hier nochmal Sachen einkaufen. Amat Victoria Kuram. Schätze verkaufen. Können wir für den Abschlusskampf noch brauchen. Wir sind scheinbar wieder im Spiel. Oho, die Fusion von Mensch und Maschine. Es sprüht geradezu von Heisenbergs Esprit. So, welche Waffe werden wir für den Endkampf am ehesten gebrauchen? Die Flinte. Moment bitte. Scharfschützengewehr können wir auch. Können wir nicht? Doch, können wir. Nachladegeschwindigkeit ist sehr gut und sehr wichtig. Doch, Feuerkraft. Genau, noch ein bisschen Magazingröße. Und Feuerrate. Okay, den Rest geben wir hier dafür nicht aus. Können wir hier von irgendwas? Ja, hätte ich vorher nachgucken sollen. Das hier können wir kaufen. Für die Flinte. Und dann noch ein bisschen für die Scharfschützenmunition, die wir am ehesten brauchen. Vielen Dank für deinen Einkauf. Ein bisschen Pistolenmunition. Bitte, gib acht. Danke. Jetzt haben wir seine Frisur mal von hinten gesehen. Auch interessant.